Ja, hallo, mein Name ist Christian Walter von Trayola und ich möchte Ihnen heute gerne mal ein paar Basics zu Strategien erklären oder Ihnen zeigen, wenn Sie irgendwo eine Strategie sehen oder jemand Ihnen verspricht, Performance zu generieren mit einer Strategie, auf was Sie achten sollten. Es ist natürlich generell immer wichtig, viele schauen auf den kumulierten Return, auf den prozentuale Größe, was im Jahr erreicht wird, ein gewisses Jahr gesehen. Viel wichtiger ist natürlich auch zu sehen, was ist der Vordau, also wie stark ist das Portfolio in diesem Zeitraum gefallen. Kann man vielleicht anders erklären, mit welchem Risiko hat sich ein Investor diese Performance erkauft? Und da können wir hier schon eins feststellen: Es war schon mal 24,7% im Minus. Das heißt, die Größe in Bezug auf das, was erreicht wurde, ist eigentlich höher als was zum Schluss rausgekommen ist. Und da sieht man so ein Stück, dass es wahrscheinlich mit einem hohen Risiko erkauft wurde. Und man kann das hier auch ganz gut erkennen. Es ist eine Profitabilität von 89%. Das lässt eigentlich immer den Schluss zu, dass man zwar viele profitable Trades hat, aber das mit einem hohen Risiko. Da gibt es viele Beispiele, die wir Ihnen sicherlich in dem späteren Webinar mal erklären können. Aber das sollten Sie auch beachten, die prozentuale Profitabilität. Und wichtig sind noch diese zwei Faktoren, die die meisten, glaube ich, gar nicht kennen: Sharpe Ratio und das sogenannte Sortino Ratio, was Ihnen eigentlich den Return in Bezug auf das Investment angibt oder also aufs Risiko. Da sehen wir hier, es ist größer als 1, das sollte auch die Maßgabe sein, sonst wird es mit einem zu hohen Risiko erkauft. Das heißt, das sind natürlich auch ganz wichtige Details, die Sie beachten sollten. Und ganz wichtig auch noch, wie stark ist der Leverage, also wie stark gehebelt ist er reingegangen, weil das kann natürlich auch bedeuten, mit einem großen Hebel ist das Risiko dementsprechend höher und kann natürlich genau so etwas entstehen, was wir hier haben, ein sehr großer Drawdown. Also das ist immer wichtig, dass diese Faktoren beachtet werden, wenn Sie eine Strategie, einen Performance-Bericht anschauen und nicht bitte wirklich nur auf diese Performance absolut schauen, sondern schauen sich genau diese Zahlen an. Und die sollten Sie in jedem Performance-Bericht finden. Wenn diese nicht dort stehen, ja, dann ist in der Form eigentlich schon irgendwas, wo Sie vorsichtig sein sollten. Und wir werden dies natürlich auch in weiteren Videos Ihnen noch detaillierter erklären. Wenn Ihnen dieses kurze Video gefallen hat, dann subscriben Sie bitte rechts unten zu unserem Channel. Dann werden Sie auch keines der folgenden Videos verpassen. Und wir freuen uns, Sie hier wieder begrüßen zu dürfen. Vielen Dank.